Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Castlevania 2 mit mir, dem Stony. So, die letzte Folge, die ich übertragen hatte, hat damit aufgehört, dass ich den Teufel gesucht habe. Das werde ich jetzt zusammenschneiden. Es hat doch länger gedauert und das werde ich auch jetzt dann hier einfügen. Also sehen wir uns dann gleich wieder an der Stelle. He is here. Let's go. In the name of Satan, Lord of the Earth,
King of the world, I order the forces of darkness to pour its infernal power over me. Let the gates of hell open wide. And from the abyss, greet me as your brother and friend. I order everything to be as I command. I despise incompetence. I must congratulate you. I confess, I had not expected to see you here. We could share this world, you and I. But you desire to destroy me. I see that now. I'm very well aware of your power, Gabriel. However, I desire to destroy this world. If I cannot rule the world of men, then no one will! It's time. Stop him before he escapes. We must go up. Ich hoffe, ihr habt die Videosequenzen alle schön gesehen. Und dann machen wir jetzt hier weiter. Jetzt müssen wir diesen komischen Wurm hier hochklettern. Und überall kommen jetzt da so komische... Aua. Ja, versuche ich ja gerade. In diesem Wurm hier hochklettern. Ja, ich bin natürlich genau wieder rein. Ha? Wohin? Ach so, hier lang. Okay. Darüber. Hier lang. Oh, meine Stopper wieder vergessen. Ah. Moment. Ups. Muss mal kurz meine Uhr wieder anmachen hier. Sonst vergesse ich wieder. So. Alles klar. Und sie läuft. Ja. Oh, das tut ganz schön weh, das Zeug. Was er da auf uns abschießt. Diese Energieexplosion, was das sein soll. Ganz schön Aua-mäßig, das Ganze. Ganz viel Aua-Aua. Ja, danke. Hoppala. Da sind sie. Ey! Die Folge fängt ja schon wieder gut an. Ich hoffe, ich kann jetzt da weitermachen und nicht wieder von Anfang an heute hochkraxeln. Das muss nicht sein. My revenge will be complete when I destroy Satan once and for all. Once and for all.
Ach, für immer. Ewig ihn zerstören. Ah, gut. Oh ja, lol. Bin ich hier dabei? Oh, kommt wahrscheinlich wieder ein Quicktime-Event oder so aus einer Richtung, denke ich. Oder auch nicht. Super. So, die eine Kette haben wir wohl ab. Da gibt es wohl noch eine auf der anderen Seite, wie es aussieht. Ja, jetzt sind wir wieder runtergefallen. Alles klar, also noch eine Kette. Oh, das Bild wackelt so. Okay. Boah, ich sehe nix. Kurz haben wir das Ende gekotzt hat er an der Stelle. So. Ja, ist mir schon klar, was soll ich da machen? Ah, aua! Boah. Ich brauche Lebensenergie, komm her, Kleiner. Komm her, du. Ich hasse diese Viecher. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dass ich die hasse, ne? Ja, ich hoffe, das ist ein Checkpoint. Ich hasse das, ja. Gegen diese komischen Teile immer anzukämpfen. Das ist voll nervig. Satan can no longer hide. Now I will destroy him. Naja, werden unsere Diener nicht immer platt machen werden. Die sind doch extrem nervig. All damned aberrations. Ja, sicher. Ey, ja. Selbst mein Schulterbash. Ja, ich bin fast tot. Ja, danke. Das ist doch echt ätzend, diese Viecher. Das sind die schlimmsten Gegner, finde ich, im ganzen Spiel. Neben den komischen Robotern. Also, das sind so die Viecher, die ich im Spiel hasse. Diese komischen Roboter und diese Teile. Wenn die mal Attacken drauf, die kann man schlecht unterbrechen. Und die können alle einfach mal so umblasten. Ja, wie soll ich denn da ausweichen? Ja, was war das denn? Das ist doch echt... Naja, ihr wisst, was ich meine. Nervig, 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 nervig. Satan can no longer hide. And now I will destroy him. Naja, komm. Lad mal schon da hier. Also, weiß ich nicht. Das ist doch schon echt mal. So. Ja, danke, ey. Ich drück ganz den Ausweichbutton, aber nichts passiert. Und dann den Blockbutton. Ja, ich bin ausgewichen, aber ist ja egal. Ja, komm. Rutsch mal beiseite da. Ja, verrecke doch, du Mistvieh. Ja, sicher. We must finish these creatures off soon. Jawohl, ey. Jetzt sind die Pünktchen da weg. Oh.
Satan's legions must not stop us. Ja, sicher. Ja, Mann, ey. Ich kann mal mit Abercut durchkriegen. Was ist das denn? Wie viel kommen da noch von den dummen Pumpels, ey? Wie viele noch? My revenge will be complete when I destroy Satan once and for all. Also was ist, finde ich, ist eine Streckung des Spiels, solche Aktionen, ey. Man ist kurz vorm Ende irgendwie und dann kriegt man noch so ein komisches Zeug da reingehauen. Ja, haha. Boah, weißt du was? Oh nee. Ich kann uns mal jetzt tief frieren, das ist... Boah. Komm schon. Jetzt nimm die blöde Kette, mach ab da. Ekliges Vieh. Das ist der Höllenwurm, ist das. Was war das denn? Also der Wurm ist tot. Das war klar, dass er den besitzt und er gegen uns versendet. Wir müssen also gegen unseren eigenen Sohn kämpfen. Come closer, son. I want to embrace you. I like this body. Let's see what it can do. Okay, Boss Fight gegen unseren eigenen Sohn. Joa. You need me. Ja, das war klar. Ich hatte kaum noch Lebensenergie. Das war ein Hit und war ich tot. Das ist schon klar. Na gut, dann wollen wir mal weiter gucken, was er so drauf hat. Also ich jetzt mal, ja, das ist der Endboss fürs ganze Spiel. An dem Bossfight haben wir es dann auch schon durch. Ja, Mann, ey. Ey.
Ja, danke, kann ich mal ausweichen? Ich habe kaum Lebensenergie, was soll ich machen? Was habe ich noch für besondere Sachen denn dabei? Was ich eben einsetzen kann, um Lebensenergie runterzuhauen. Um die nächsten Phasen noch einzutreten. Und das sind immer Checkpoints gewesen. Ich hoffe, es ist hier genauso. Oh, mal gucken. Wow. Okay. Moment. Falsche Taste. Was habe ich denn noch so alles? Gegenstände? Okay, damit kann ich nichts machen. Wie kann ich das nochmal zuteilen? Wo war das nochmal? Fähigkeiten? Nein. Gegenstände. Genau, hier oben kann ich zuteilen. Alles klar. 0 von 3, 0 von 3. Okay, Heilung habe ich keine. Alucard has surrendered. Mist. Okay, das habe ich, das gleich, aber dann. Toll, Geheimnisse. Aua! Ich brauche zu lange, um die Teile auszupacken. Okay. Dafür brauche ich zu lange. Um das auszuführen. Der braucht auch so. Ich muss erstmal die Uhr rausholen und auf den Boden schmeißen. Das ist extrem lange so. Klutsch. Ich muss doch irgendwie Lebensenergie wieder regenerieren können. Ich meine, Void Sword ist leer. Na gut, dann machen wir es Taktik so. Okay, komm schon. Wow. Was hat denn der da für eine Reichweite mit? Das ist doch echt pervers. Okay. Ich glaube, ich mache auch mal gleich einen Cut rein. Ja. Da bin ich schon etwas... strange, das Ganze. Weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Achso, ja, rechts. Das mal rausbolzen. Ja, sicher. Ey. Ja, mach doch! Ey. Kann ich nicht ausführen, das ist auch geil. So. Satan can no longer hide. And now I will destroy him. So, jetzt will ich mal einen kleinen Cut machen und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge bei einem Bossfight gegen Satan wieder. Ich bin das Doni. Gehabt euch wohl und ciao.